Wir wollten Habermas empirisch machen, ja, also aus der Sozialphilosophie, die in den 70er Jahren noch viel wichtiger war als später, ja, sozusagen mal die wirklichen Erträge von Argumentation beobachten unter Bedingungen, die möglichst nahe an das, was er den Diskurs nennt, herankamen. In der ersten Projektwelle haben wir an Umweltfragen uns abgearbeitet, aber nicht mit dem Ziel, zur Umweltpolitik beizutragen, sondern mit dem Ziel zu analysieren, was sozusagen in modernen Gesellschaften, ja, Verfahren, Aushandlungsprozesse, was die für die soziale Integration bedeuten. Und unser spezielles Interesse in unserem Projekt war immer die Frage, was Argumentation und Rationalität beitragen können zur Konfliktlösung. In dem einen Projekt haben wir es nur beobachtet. Das waren die Anhörungstermine für die Gentechnikregulierung. Und die anderen beiden Projekte sind von uns initiiert worden und auch zum Teil selbst moderiert worden. Als das ursprünglich gegründet wurde, das WCB, da war Umweltforschung ein sehr innovatives, neues Feld. Aber es waren ja dann schon mal 18 Jahre vergangen seit der Gründung. Und inzwischen war die Umweltforschung hoch etabliert in vielen Bereichen. Es gab auch viele Institute, die nur Umweltforschung gemacht haben. Und insofern war es auch gar nicht nötig, inhaltliche Umweltpolitik-Analysen zu machen. Die Umwelt war das Themenfeld, in dem wir aus theoretischem Interesse Verfahren analysiert haben. Sie haben sich hier 16 Jahre mit dieser Leitfrage eigentlich beschäftigt. Was kann Argumentation beitragen zu Konfliktlösungen? Sind Sie zu einer Bilanz gekommen? Also das eine war, dass die Wissenschaft rehabilitiert worden ist als Instanz der Kontrolle von empirischen Behauptungen. Und zwar ganz massiv. Und das andere war, dass Wertungen nicht so different sind, wie man immer behauptet. Ja? Also das Verfassungsrecht, die Grundsätze der Moral, nicht schaden, Hilfe, wenn du kannst und so weiter, waren Konsens. Also es gibt einen breiten Wertekonsens, auf dessen Basis man verhandelt. Daneben gibt es dann immer die Zonen, in denen es Differenzen der Wertung gibt. Ganz klar im religiösen Bereich, aber auch in Fragen, wie wichtig ist einem Natürlichkeit, ja, bei der Gentechnik. Die Tatsache, dass wir einen Wertepluralismus haben, erzeugt natürlich schon die Anforderung nach Toleranz. Ja, und danach, dass man nicht ungefragt seine eigenen Wertungen als gesamtgesellschaftlich verbindlich ansieht. Wir haben das Entfundamentalisierung genannt und die kommt auch durch den Diskurs zustande. 2001 sind Sie in den Nationalen Ethikrat berufen worden. Das war ja schon auch ein Rollentausch, wenn ich das richtig sehe, oder eine Veränderung, weil Sie da dann nicht mehr Beobachter oder Analytiker oder Moderator eines Prozesses waren, sondern wirklich Teilnehmer. Ja, da war ich Teilnehmer des Prozesses, obwohl ich mit meinem Laptop viele der Verhandlungen dokumentiert habe, etwas zur Verwunderung meiner Kollegen. Aber also ich habe das auch als ein Beobachtungsfeld benutzt. Auf der anderen Seite war ich ganz stark engagiert in der Regulierung oder in der Entwicklung von Empfehlungen. Ja, das ist richtig. Also das war eigentlich das Nächste dran an Politikberatung nach der Enquetekommission im Deutschen Bundestag. Dieser Anspruch, interdisziplinär zu sein, der haut wunderbar hin, wenn ich konkrete Projekte habe. Ja. Also zum Beispiel das, was wir da vorhatten, den Konflikt zu analysieren, der dort über die grüne Gentechnik stattfindet. Ja, da waren 15 verschiedene Disziplinen beteiligt. Was fast nie funktioniert, ist diese Idee, Interdisziplinarität zu einem Art Paradigma zu machen. Das meiste
an Interdisziplinarität findet statt in Form von interdisziplinärer Kooperation. Ja? Und die Integration auf der theoretischen Ebene, das sind die Sternstunden der Wissenschaftsentwicklung. Das kann man aber nicht voluntaristisch herbeiführen.